Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Factorio. Wir haben das letzte Mal uns gegen Beta verteidigt, wollten eigentlich schon was ganz anderes machen. Wir werden jetzt die Basis weiter absichern. Wie angekündigt habe ich die Strommasten mal hier ersetzt durch die neuen und ihr seht schon, das sieht schon viel ja, sauberer aus. Die haben halt eine viel größere Reichweite als die anderen. Und ich habe mir mal erlaubt, schon mal mein Inventar ein bisschen vorzubereiten und schon mal nochmal was herzustellen mit Munition, Mauern, noch ein paar mehr Türme, ja, Nanobots. Und zwar, damit wir, wenn wir jetzt losgehen, das alles bauen, na, nicht nochmal ständig hin und her laufen müssen. So, ich würde gerne die nochmal mitnehmen. Wer weiß, was wir da alles wirklich brauchen. Wir können gerne nochmal ein paar Zahnräder wegpacken. Das wegpacken. Okay, so, dann gehen wir mal hier lang. Nanobots an. Dann können wir gleich nämlich mal die Türme, wollte ich schon sagen, die Öfen mit hinstellen. Dann kann das stahltechnisch hier auch weitergehen. Und ja, wir gucken uns jetzt mal an, was machen wir denn wirklich. Ich würde auf jeden Fall auf einer Seite erstmal anfangen. Und ja, bis jetzt kamen die wenigsten von hier oben. Ich würde einfach mal wirklich hier rüber gehen. Wird hier jetzt einfach mal zumachen. Hier ist eine schöne schmale Stelle. Und dann entsprechend das hier zumachen und so weiter. Das heißt, wir nehmen mal von ein Stück weiter oben Strom mit. Ja, so viele sind es jetzt nicht, die wir hier haben von den großen Strommasten, aber immerhin ein paar. Die haben den Vorteil, also, ne, der Nachteil ist, die haben eine sehr kleine Fläche mit zur Stromversorgung, aber ja. Die haben eine riesengroße ja, Kabelspannweite, sind quasi wie Überlandleitungen. Das muss man ja mal sagen. Wir sind ja jetzt schon fast da. Bin fast da. War wieder ein Filmzitat. Und zwar, um hier mal ein Radar hinzustellen. Die Bäume würde ich stehen lassen. Das kommt weg, das stört mich. So, dann machen wir mal hier direkt Mauern hin. Und dann ist die Frage, kann man drum rumlaufen? Ja, leider. Das hat damit zu tun, dass es halt auch seichtes Wasser gibt. Aber ja, wir haben hier Landfill. Das bedeutet, wir können das hier mal so machen. Und dann ist ja nichts mehr mit drum rumlaufen. Na? Wir könnten das hier nochmal mit hin machen. Dann ist das hier wenigstens eine gerade Kante. Dann können wir hier direkt mal Geschütztürme hinstellen. Ich würde es diesmal vielleicht so machen. Ja, machen wir so. Und dann machen wir die mal mit Munition voll. Und ja, lassen wir mal 50 Schuss drin. Das ist ganz ordentlich, das reicht. So, ein Radar Gerät. Dann, dem könnte man eigentlich so hinstellen. Macht das einen Unterschied? Na, nicht wirklich. Okay. Nehmen wir das mal mit. Oder auch nicht. Weil wir ja hier dicht machen können. Ich würde es ein Stück weiter unten machen tatsächlich. Damit, wenn die weiter hier rumgerannt kommen, nicht sofort an der Mauer stehen, sondern na, damit wir hier noch so ein Stück weit wie so ein Trichtereffekt haben. Würde es mal einfach so machen, weil wir gerade eben genug Mauern haben. Dass wir gleich mal ein bisschen mehr Verteidigung haben. Dann können wir gleich mal dafür sorgen, dass der Bestand unserer Mauern abbaut. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das reicht auch, wenn wir hier die Geschütztürme hinstellen. Eins, zwei, hier hinstellen. Eins, zwei, drei. Ja, wie machen wir denn das? Ich würde schon. Oder stellen wir zwei zusammen? Ne, wir können das gerne so machen. Und dann kommt das Ganze so daher. Ja. Dann bauen wir das mal. Und machen da mal mit Munition voll. So wie bei Werner, ne? Machen Sie mal leer. Hä? Leer? Ja. Wagen voll, Tankstelle leer. Ja, Wagen voll, Tankstelle leer. Komm, Chef. Oh, das war einer zu viel. So.
Ja. Genau, 50 Schuss in jeden Turm. Das langt. So, dann haben wir das hier auch zu. Und dann mal hier eine Kerbe. Die könnten wir natürlich zumachen und direkt hier mal runterbauen. Das werden wir auch so tun. Naja, guck mal, dann kommen wir ja hier tatsächlich doch direkt am Wasser an. Aber das ist okay, dann haben wir hier nochmal eine Menge Platz. Können wir hier theoretisch noch Schmelzstraßen erweitern, wenn wir dann mit Zug oder so irgendwelche Sachen hierher karren. Das gefällt mir doch eigentlich ganz gut und es ging jetzt auch relativ fix. Dann nehmen wir mal den Strom mit. Bevor wir weitergehen, machen wir hier mal eine Kopie. Man sollte immer ein Backup erstellen. So. Dann haben wir die nächste Engstelle erreicht. Das kommt weg, das weg. Wird gar nicht so weit nach vorne gehen. Ich würde das hier machen. Und tatsächlich. Das schon hier so reinstellen. So, dann können nämlich unsere Nanobots bauen. Ungefähr so war die Idee dabei. Und was wir machen können, ist dann überall Munition rein. So, ich brauche mal die Munition hier unten. Das ist nervig, das jedes Mal aus dem Inventar rauszugreifen. Und dann wird das hier sein Gang. So, das haben wir jetzt fertig. Zack. Ah, das ist ein bisschen weit. Nicht, dass es dann jetzt wirklich so ist, dass uns das weggesprengt wird. Ich hatte es erforscht. Ich will es aber noch gar nicht ausprobieren, zu diesem Zeitpunkt. 50, 50, 50. Ne. 50. So, dann kommt das hier zu. Und dann kommen hier nochmal ein paar hin. So, das sollte auch reichen. Hä? Ah. Nee, du musst weg. Du auch. Okay. Dann haben wir das jetzt hier auch schon abgesichert. Geht relativ fix. Ah, dann wäre das hier wahrscheinlich oder hier. Dann könnte man eigentlich das direkt mitnehmen, ne? Das ist doch wahrscheinlich ein bisschen besser, oder? Oder man sagt, man macht das hier weiter und ignoriert die Klippe und dann endet das da unten. Dann ist es wenigstens irgendwie gleich gerade. Dann könnte man das hier irgendwie direkt mit runterbauen. Ja, doch. Ja, so werden wir das mal machen. Wir werden das jetzt mal hier weiterbauen. Zack. Und die Klippen werden wir heile lassen. So, dann kann er das ja trotzdem zu Ende bauen. Gehen wir hier einmal erstmal lang. Das kann weg. Da ist noch einer, der weg kann. Ah, wir sehen, okay, das funktioniert gerade nicht. Sonst wäre das jetzt schon passiert. Das ist gut. Kommt das weg? So. Was haben wir? Ah, Moment mal. Moment mal. Und zwar hat der Mod gerade eben dafür gesorgt, dass er nur 100 reingepackt hat statt 200. Ja, das heißt, wenn wir da 50 drin haben wollen, dann nehmen wir da nur einmal die Hälfte raus. So, dann haben wir das auch. Achso, Strom. Dann könnte man nämlich schon fast ein neues Radar mit hinstellen. Ja, das ist natürlich dann das Nervige mit dem Hin- und Herlaufen. Okay, aber das ging ja jetzt. Dann gucken wir doch mal. Ah, hier ist noch ein bisschen Luft. Müssen wir also noch nicht gleich hinstellen. Du kommst weg.
Und dann setzen wir dich einfach da mal wieder mit dran und dann passt das insofern. Und ja. Ja, ihr seht, ne, das hier, das macht einen Unterschied auf der Minimap. Dann machen wir das doch dahin. So, kann man hier rumlaufen? Nee. Nee. Okay. Wir werden das jetzt mal trotzdem hier so machen und weiterziehen. Ah, okay, gut. Ich hatte gerade Angst, dass man hier durchlaufen kann irgendwie. So, und dann haben wir das auch. Ah, und da seht ihr, die Munition wird auch trotzdem alle, auch wenn wir da auch genug wieder rausnehmen. Aber an jedem Turm 50 Schuss ist halt auch schon, ne, ist ein bisschen was. So, dann können wir jetzt quasi einmal hierher gehen, zumachen. Und ah, obwohl, eigentlich könnten wir jetzt auch. Hier ist eine Klippe. Hier zu machen. Also wir könnten, na gut, aber wir nehmen die Ecke hier. Zack, so. Das machen wir. Wir nehmen hier die Ecke. Dann machen wir hier zu. Das Stück hier und dann passt das. Da haben wir auch relativ viel Gebiet ja, abgesichert zu der Seite. So. Nur doch jetzt langsam in den Bereich kommen, genau wo wir bauen wollen. So, das kommt mal weg. Das auch. Das da ist wieder so ein Grund, wo ich sage, Gott sei Dank haben wir dieses hier und da gar nicht mehr so viel von. Zack, da waren es nämlich schon vier Kacheln, die weg sind. So, machen wir das. Boah, da machen wir das nicht. Nehmen wir das da irgendwie reingestellt. Ja, dann steht der Geschützturm da oben, das ist ganz gut. Aber bis da unten brauchen wir es nicht. Könnten das tatsächlich so hinstellen. Naja, dann kann das hier weg. Dann ist zwar hier, na, eine kleine Ecke, na. Nee, das ist irgendwie blöd. Das geht so nicht. Bauen wir es manuell. Ach, genau, der Baum weg. Das hier rüber. Ah, hier kann man rumlaufen. Fantastico. Nicht. Ah, hier ist noch. Das ist schlecht. Ah, das zwingt uns jetzt hier an der Stelle irgendwie noch deutlich mehr Landfill zu benutzen. Das können wir mal eben. Die Steine, die wir haben, wegmachen. So. Ja. Aber. Da läuft keiner mehr drum. Ja, so wie beim Joker. Jetzt lacht keiner mehr. Richtig. Okay, dann machen wir das erstmal hier zu. So, das geht aber dann nicht. Okay. So, und dann ist die Munition schon fast alle, Mensch. So, wie kriege ich denn da jetzt überall 50 rein? So. Ja. Was man halt machen könnte, wie gesagt, ist ein Band voller Munition. Aber ja, das hat halt auch seine Tücken irgendwie. Das müsste man dann nämlich auch erstmal soweit herstellen. Okay, machen wir mal hier so das Ganze. Und ja, Mauern könnten wir auch schon wieder neue brauchen. Machen wir das mal hier so. Oh. Ah. Okay. Das ist insofern ganz gut. Ja, das ist schlecht. Das machen wir mal so. Das sollte jetzt dann nicht mehr gehen, richtig. Na. Fast 50, Mensch. Okay.
Haben wir es erstmal bis hier geschafft. Würde sagen, wir stellen hier nochmal ein Radar auch hin. Obwohl, da oben steht gerade eins, ne? Ja, nee, da brauchen wir hier keins hinstellen. Das könnten wir nochmal hier unten oder so irgendwie machen. Aber da erstmal nicht. Ja, dann könnten wir die Steine gleich mal einsammeln und nochmal hier zurückgehen. Gerne hier durch und nochmal Nachschub holen. So schnell ist es nämlich weg. Die Steine gehen halt auch deswegen schnell weg. Ach, das ist nochmal eine Klippe. Weil wir ja das Landfill damit hergestellt haben. Und wie ihr seht, gerade am Wasser braucht man es doch schon, um ja, sicherzustellen, dass da keiner um Mauern rumlaufen kann. Andersrum, Bogram wäre natürlich auch schön. Wir haben ja den Mod drauf, um Wassergräben ziehen zu können. Im Übrigen, jetzt noch gar nicht weiter gesehen, dass das schon gehen würde. Oh, da sind wir voll. Zack. So, und dann sieht man, ne, das bleibt liegen, wenn es nicht ins Inventar passt. So, dann sammeln wir das erstmal auf. Muss die ganze Zeit F gedrückt halten, deswegen läuft es sich gerade ein bisschen schwieriger. So, okay. Und nochmal das, und dann ist es auch weg. Ah, okay, das haben wir jetzt auch. Motoren. Da wird das Auto jetzt erforscht. Dafür reicht es noch nicht. Kohle zuhauf. Die würde ich sagen, packe ich mal in irgendeiner Kiste mit rein. Da werden wir nämlich später nochmal ja, diverse Sachen von brauchen. Die Öfen brauchen wir jetzt nicht mehr. Die hatten wir alle platziert. Das heißt, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Landfill brauchen wir. Davon jetzt doch einiges. Das ist ganz gut. 40 Geschütztürme, okay. Würde ich gerne nochmal welche herstellen wollen. Brauchen wir auf jeden Fall Kupfer und sicherlich auch gleich Eisen. Ja, okay. Ja. Und dann bräuchten wir Holz, aber das ist okay. Das soll jetzt an Türmen erstmal reichen. Wir haben jetzt erstmal die Bredouille, Munition zu brauchen. Dann können wir das mal so machen. Denn so viel Munition haben wir jetzt gar nicht wieder eingesammelt. Na gut, da haben wir auch nochmal 200 Schuss. Also momentweit kommen wir damit. Wir könnten aber auch mal das so machen, dass es ein bisschen schneller geht. Und Mauern brauchen wir auch. Na, neue. Kann nicht schaden. Und wir brauchen nochmal Strommasten. Radargeräte haben wir. Ja, das ist doch gut, das passt. Dann können wir hier irgendwie wirklich das andere Radargerät hinstellen. Würde das nämlich jetzt hier zumachen. Also hier am besten einfach gleich rüberziehen. Und ja, dann haben wir hier schon mal eine ganze Ecke zu. Dann könnten wir die Sachen nämlich hier auch abbauen. Achso, das könnten wir auch eigentlich ja direkt machen, ne? Dann kriegen wir da auch die Munition wieder und die Türme. Und den da lassen wir nochmal reparieren. Oh, weg. Zack. Na gut, die Klippen gehen ja nicht weg. So. Die zwei können auch weg. Auch nochmal Türme. Dann können wir da nämlich auch irgendwann mal Stein erweitern. Da geht es nämlich los, ne? Die Ränder gehen weg. Und hier ist ja schon eine ganze Menge weg. Also, ne, wie gesagt, gerade hier die Ränder, die gehen super schnell weg. So groß wie das aussieht, ne, so viel ist das gar nicht. Dann haben wir hier nochmal Landfill. Und das Auto ist fertig. Mensch, wir brauchen aber 8 Motoren. Ich würde sagen, das gönnen wir uns mal eben. Nanu, werden hier noch Sachen gebaut. Repariert. Ja, was wir natürlich tun können, ist, dass wir hier auch so einen Stahlpuffer bauen. Das werden wir jetzt nochmal machen. Das werden wir sicherlich erweitern. Deswegen würde ich sagen, wir machen das mal hier unten. Und zwar, dass das so zusammenläuft. Das müsste dann so sein, ne? Dass wir die Kiste dann hier haben. Ja. Können wir ruhig so machen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. Dann sind die halt. Sonst einfach nochmal eine
Kiste machen. So. Und was mit den großen Masten halt schön ist, ist, na, die decken das halt komplett ab. Trotzdem keinen Strom, weil die Masten selber keinen Strom haben. So ist das halt. So. Okay, dann haben wir hier auch einen guten Puffer. So, dann können wir hier mal so einen Mast hinstellen. Fertig ist die Lauge. Na, und da sieht man schon, das sammelt das Band schon gut leer. So, die Motoren können wir nämlich nicht per Hand herstellen. Die brauchen, sage doch, eine Montagemaschine. Und Rohre sind auch alle, die könnten wir auch mal endlich irgendwo herstellen. Können wir ja vielleicht jetzt irgendwie machen. Irgendwie habe ich einen Frosch im Hals, Moment mal. So, könnten wir denn vielleicht mal machen, hier unten irgendwo in der Nähe. Jetzt 87 Landfill. Wenn ich das hier voll mache, ist das doch alles wieder weg. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal ein Stück weit als Provisorium. Wir ziehen das mal einfach jetzt hier durch. Dann haben wir hier alles irgendwie, was wir brauchen. Wir können herstellen Zahnräder und Rohre, indem wir uns dieser Sachen bedienen. Und Stahl kriegen wir von dorten. Rohre. Und den stellen wir auch dorten hin. Dann brauchen wir da nämlich jetzt bloß die hier hinstellen. Zack. Zack. Und das kann dahin. Das kann dahin. Zwei Kisten. Eine da, eine da. Das kann gerne volllaufen. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir eigentlich sogar Untergrundrohre herstellen. Machen wir auch so. Zack. Und zack, zack. Mit einer Kiste, dann machen wir, achso, hier die normalen Rohre, hier die Untergrundrohre. Da brauchen wir nochmal eine Kiste. Danke. Und da brauchen wir Strom. Den. Da, da. So, Motoren. Oh, 4 Stacks. Rohre. Ja, auch 4. Und na gut, komm, dann machen wir dich auch 4 hier. So, wir gehen jetzt ja hier weiter und dann hier runter. Okay, dann lassen wir das mal noch stehen. Das könnten wir wegruppen und mitnehmen. Wir brauchen Strommasten. Da haben wir jetzt auf jeden Fall hier genug, ne? Und ihr seht, das hat aufgehört. Der ist aus, weil hier sind 200 drin. Von den mittleren Strommasten. Und dann hört er damit auf. Genau so soll das sein. Und dann brauchen wir das jetzt hier auch nicht mehr. Da haben wir sie. Rein da. Fertig. Der produziert die jetzt durch. Okay, Kupfer fehlt. Perfekt. Passt. Das brauchen wir jetzt nicht, aber die Motoren brauchen wir fürs Auto. Was brauchen wir noch fürs Auto? Achso, nur noch die Motoren. 8 Stück. Na los. Komm schon. Komm schon. Radargeräte haben wir. Türme haben wir. Munition. Ja, können wir mal gleich nochmal gucken gehen, dass wir da was einsammeln. Da brauchen wir ja doch mehr von. Wo ist es? Da oben. Und ich hoffe, dass in der Zeit dann die Motoren fertig sind. Naja, immerhin ein bisschen, fast 2000 Schuss. Okay, kann man mit leben. Nanobots haben jetzt gar nicht so viele gebraucht, ne? Gefühlt, na, nehmen wir mal trotzdem noch welche mit. Ist jetzt nicht so, dass uns das im Weg ist, die mitzunehmen. Und Kohle. Kohle? Wir haben 4 Holz. Ach, jetzt was Kohle natürlich da oben. Na gut, nehmen wir nochmal ein Stack Kohle mit. Dann können wir das gleich nochmal einsammeln hier auf dem Weg. So. Und wenn wir den Stack Kohle haben, dann fahren wir damit mit unserem Auto. So. Mal Munition mitnehmen. Unser Auto kann nämlich auch schießen, hat ein Maschinengewehr auf Dach. Und
Und dann können wir schon mal durch die Gegend cruisen. So, wie viel haben wir? 11. Viel zu viel. 5, 6, 7, 8. Und Auto. Ja, wir haben ein Auto in der Tasche. Das kann dahin und die grauen Maschinen können da rein. So, dann packen wir mal in den Kofferraum Munition. So. Und das ganze Ding voller Kohle. So. Alles klärchen. Wir haben ein Auto. Dann fahren wir mal hier runter. So. Gut, dass wir hier die ganzen Steine schon weggenommen haben. Da bleibt man sonst unweigerlich dran klemmen. Okay, dann nehmen wir doch mal den Strommast. Und steigen doch nochmal aus hier. Weil das hätte ich gern so hingestellt. Okay. Machen wir so. Naja, und hier jetzt Radar schon hinstellen? Moment. Ah, oh, ist er nicht. Ja. Wir können uns ja dann ein bisschen mehr Strom machen. Ja, komm, wir stellen hier nochmal ein Radar mit hin. Das machen wir nochmal so. Das füllen wir auf. Und dann noch mal hier 50 drin. So. Und wie viel ist hier? Auch 50. Perfekt. Dann morgen wir hier Radar. Position ändert hier nichts, ne? Deswegen können wir es gerne ein Stück weit nach hinten stellen. So. So. Dann ist die Frage, ob wir den Strommast sogar hier hinstellen. Ja, perfekt. So. Da haben wir hier maximale Reichweite für unseren Strommast. Ach. So, muss man aufpassen, dass man den nicht so hinstellt, dass man selber reinfährt. Hast da ein bisschen unpraktisch mit dem Auto, ne? Okay, das machen wir jetzt zu. Brauchen wir gar nicht so viele Geschütztürme tatsächlich. Machen wir das mal. 1, 2, 3, 4. Und machen wir mal voll. Alles klärchen. Haben wir. Genau, fahren wir. Ja, wir fahren jetzt zu der Ecke. Wir machen nicht hier zu, wir machen hier unten zu. Und machen dann hier zu. Und dann haben wir ein schönes gerades Ende, schön viel Luft, und dann gehen wir hier mit hoch. Ja. Und so schließen wir die Basis nach und nach. Und hier ist jetzt noch nichts gekommen, ne? Also es dauert und anscheinend die Umweltverschmutzung hält sich in Grenzen. Na, hier wird jetzt noch nichts mit Beitern sein irgendwie. Also wir haben jetzt Glück, dass die noch nicht in den Kontakt kommen mit der Umweltverschmutzung, aber es wird. Wenn wir das jetzt erstmal hier haben und dann Öl haben und so weiter und die Produktion dann richtig groß auffahren, dann kommt das von ganz alleine. So, wir gucken, dass wir durch die Bäume kommen. So, hier ist die Lücke. So, dann machen wir doch mal den Crumbs hier weg. Was sagt unser Inventar endlich? Oh ja. Zack, weg sind die Steinchen. Wenn man so Ecken baut, immer die Ecken nach hinten legen, aus Richtung der Beiter, weil. Machen wir hier drei einfach hin. Wenn man die Ecke nach vorne macht, stürmen die an die Ecke hin. Und man hätte quasi einen Geschützturm stehen, der Rest steht weiter hinten. Wenn man das so rum macht, dann laufen die in eine Geschützturmbatterie. Das machen wir mal hier weg. Die brauchen wir hier nicht. Ja, machen wir es mal so. Na, dann laufen die jetzt hier rein und dann trichtern die sich da richtig rein in die Geschütztürme.
So. 50 haben wir. Wie sieht es mit einem Radar aus? Könnte man jetzt hier hinstellen? Hier würde ich es nicht hinstellen, weil die da in Schussreichweite sind oder das Radar. Ja, ich würde es hier hinten mit hinstellen. Und dann sind wir nämlich hier schon auf der Ebene, wo wir lang bauen können. Das ist halt das Gute an den Klippen. So, das nehmen wir also mal ein Stück weg. Ah, da sollten wir es schon hinstellen. So. Alles klar. So, liebe Leute. Ich sehe gerade, die Zeit ist rum. Wir haben jetzt hier unseren ersten Perimeter ja, relativ gut abgesteckt. Gleich mit relativ großem Abstand. Ich würde vorschlagen, dass ich das off-Kamera weitermache, damit ihr hier nicht 3 Folgen lang das gleiche seht. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich das mache und ich habe euch nochmal beschrieben, wonach ich mich hier richte. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich damit fertig bin und wir anfangen, in Richtung Öl zu gehen. Das hat natürlich dann den Beigeschmack, ich werde die Forschung nebenbei weiterlaufen lassen. Unter anderem zum Beispiel hier den Kugelschaden, der ja doch sehr interessant ist. Dann werde ich euch das nächste Mal ein Update geben. Wie weit ist es denn? Na, da werde ich wahrscheinlich möglicherweise schon Züge erforscht haben. Ich werde aber noch nichts bauen. Das werde ich mit euch zusammen machen. Und hier sind die Explosives. Die kommen dann nämlich bald mit dem Öl. Und dann können wir auch meinen Granatwerfer ausprobieren. Da bin ich echt gespannt drauf. Dann können wir tatsächlich sogar schon mal das einreihen und auch die beiden. Und dann kann das hier ganz in Ruhe vor sich her forschen, während wir hier unseren Perimeter ausbauen. Und ja, in dieser Hinsicht, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Schreibt es mir in die Kommentare, ob oder und nicht. Ob oder und nicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gerne auf Verbesserungsvorschläge mit reinschreiben. Jetzt ist es zum Ende hin aber echt soweit, ne? Wie gehabt, lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge und wir sehen uns. Tschüss!